Hallo und herzlich willkommen zum Mittwochs-Update vom 10.11. Und es geht zurück zu Guillermo Gardea und seinen Pferden von Jorvik, denn er hat ein neues spezielles Rasserennen für uns, und zwar das Pferde von Jorvik Westernrennen. Und welche Rassen können das Rennen überhaupt machen? Es können die Paints, die Quarter und die Curly Horses machen und natürlich auch die passenden magischen Pferde dazu. Ihr könnt das Rennen hier auf der Starshine Ranch annehmen und habt dabei ein westernorientiertes, ein western angelehntes Rennen für genau speziell diese Rassen. Das Update wird bis zum großen Winter-Update, also bis zum 1. Dezember verfügbar sein und bietet euch auf der Starshine Ranch bis dahin ein bisschen weiteren Western-Spaß. Ich persönlich muss sagen, dass gerade dieser Part hier echt mal irgendwie was Lustiges anderes ist, aber mein Favorite-Rennen, muss ich sagen, wird es definitiv nicht. Dafür habe ich teilweise echt zu sehr Probleme, mich hier zurechtzufinden, aber es ist eine ganz nette Ergänzung und ich finde es schade, dass das Rennen nicht länger da bleibt, sondern einfach nur leider temporär reingebracht wurde. Passend zu diesem neuen Rennen gibt es auch noch spezielle Angebote und um welche es sich handelt, darauf gehen wir jetzt ein. Denn die Rassen, die ihr hier speziell für das Rennen nutzen müsst, die Rassen bekommt ihr nun billiger, denn es gibt ein paar neue Rabatte. Und so bekommt ihr die American Quarter Horses jetzt schon für 713, nämlich 25% reduziert. Und die Curly Horses in Feargrove bekommt ihr für 510 Starcoins und zwar ganze 40% reduziert. Soweit aber auch schon zum Update für diese Woche. Es fällt heute nicht besonders groß aus, dafür bekommen wir nächste Woche das große, das heiß ersehnte Isländer Rework und wir können uns darauf freuen, was uns diese Kleinen alles noch im nächsten Update mitbringen werden. Ich sag danke fürs Zuschauen und bin gespannt, wie euch das Update von dieser Woche gefällt und ob ihr bei diesen Preisreduktionen von bis zu 40% doch schwach geworden seid und euch vielleicht noch das eine oder andere Pferd geholt habt. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.